herzlich willkommen. Ich baue mir ein bisschen ab. Ah! Und herzlich willkommen zu einer der nächsten Folge. Hoch, ich kann nicht mehr reden. Bleib mal stehen, Alter. Wir wollen jetzt zu dritt den Rampage-Mode von dem Apex Diablos machen. Ich kann nicht reden. Bleib mal stehen, nein! Von den Apex Diablos. Und das wird wieder eine ganz besondere Sache, weil wir das wieder zum allerersten Mal spielen. Mal schauen, wie es wird. Ja. Stimmt, zum allerersten Mal. Sich mal wieder angucken, was man so erfüllen muss. Und zwar... Man soll ganz normal standardmäßig Jagdanlagen aufstellen. Das kann man am Anfang machen. Monster betäuben, da sind wir auch relativ gut. Wir müssen mit Drachensperr oder Spalt wie von Schüsse töten. Sind wir jetzt ehrlich? Und ich würde sagen, am Anfang war Spalt wie von Schüsse, wenn das die richtige Map ist, wie letztes Mal, weil dann könnten wir quasi vier Monster. Wir könnten das quasi ganz am Anfang gleich machen. Wir könnten vier Monster fast tot prügeln und dann mit einem wie von Schuss drauf auf die vier Monster. Oder? Könnte man so machen eigentlich. Wir dürften mal am Anfang die NPCs müssen wir dann auf jeden Fall aber erstmal. Die Spaltschüsse muss man aber erst freischalten, indem man Ziele erfüllt. Ah, stimmt, ja. Sei mal ehrlich, hast du schon mal so einen geilen Booty gesehen? Hast du schon mal so einen geilen Booty gesehen? Versuche verursache Elementpest 20 Mal. Gut, das geht ja mit Bomben und Kanonen relativ. Na, geht so. Wäre mit Maschinenkanonen ab. Ich glaube, das wird am Ende so sein. Na gut. Eigentlich relativ einfache Aufgaben. Ah, Sekunde. Sekunde. Ich muss was essen. Nein. So. Was geht überhaupt über die Versammlungsstätte rein? Tatsächlich hasse die Versammlungsstätte. War das bei dem Diablos gewesen, aber gut, bei den Apex-Monstern ist das ja ein bisschen anders mit den Schwächen. Dann nehme ich wieder standardmäßig das rohe Damage-Morphax-Set, würde ich sagen. Plot-Twist, gar kein. Oder nee. Healer wieder für uns. Ich nehme wieder das Healer-Set, wäre am besten. Falls was passiert. So. Allzeit bereit. Gesagt, let's go. Was brauchst du noch so lange? Immer muss man auf den Ollen warten. Immer. Das ist aber nicht nett. Scheißegal. Oh, die Gilde hat gemeldet, dass ein besonderes gefährliches Apex-Diablos Teil dieser Horde ist. Sei vorsichtig, er hat wohl einen Spezialangriff, der Anlagen und Tore mit tödlicher Macht zerstören kann. Warte mal, ich komm gleich nach. I have awakened. Mal sehen. Let's unite our efforts. Yo. Was der Diablos so zu bieten hat. Mal sehen, ob wir den relativ fix freischalten, ja. Aber zum Glück haben wir nicht mehr die Aufgabe, dass die NPCs die Monster töten müssen, weil das ist ja immer so ein, naja. Die Kack. Die Beschieselaufgabe. Sag mal ehrlich, habt ihr schon mal so einen tollen Jäger wie mich gesehen? Hast du schon mal so eine geile Katze wie meine gesehen? Ja, deine Pussy ist echt schön. Nein, ich kann gehen. Verfügbar Kanone. Aber wir müssen am Anfang betäuben, deswegen mache ich sowieso erstmal die Balliste. Ja, ich gehe an eine Kanone und hau den gleich immer zum Anfang ein Element rein. Ich mach den Rückschreckschuss und halte von den Zäunen fern. Gut, hier am Anfang sind erstmal nur Drachenspeere, genau.
Muss ich nachher wieder schaufeln? Wenn wir diese Aufgabe erfüllen wollen, beziehungsweise alles erfüllen wollen, dann ja. Diesmal lassen wir keinen dadurch. Gut. Alle schön betäuben. Ich werde schaufeln. Na gut, brauchst du aber jetzt noch nicht. Wäre gut, wenn du jetzt erstmal hier mit an der Front mitmachst. Ich stehe hier mit an der Front. Achso, da hinten bist du ja. Ich stehe immer vorne rechts in der Ecke. Langsam müsstest du das nochmal wissen. Nein. Nein, nein. Lass mal runterholen hier. Ey, so unnötig. Und betäuben. Gut. Nice. Oh. Auch direkt betäuben. Ah, nicht in meine Richtung. Ah, sehr gut. Wieder runterschmeißen. Ah, da komme ich gerade nicht ran. Sehr schön. Was, der Tetranodon? Oh Gott. Weg damit. Der eine ist fast down. Beide. Einer läuft direkt. Sehr schön. Was ist mit den Fundsachen? Die liegen ja eine ganze Weile in dem Spiel, also können wir nach der Horde... Ich wusste nicht, ob wir das jetzt als Aufgabe hatten oder nicht. Jetzt schon den... Nö. Grundstück haben wir nicht. Nein, nein, nein. Nee, das hatten wir bei, hätten wir bei mir nämlich gehabt. Achtung, zwei... Ja, schön betäubt. Haben wir jetzt zurückgeschreckt. Oh nein, der kommt jetzt als Torbrecher. Wir müssen doch gerade auf den Basarius gehen. Jetzt leider nicht geschafft. Ich hab's wieder nicht geschafft, ihn zu betäuben. Boah, ist down. Au, ich werd runtergeschossen von den Radians. Betäubt. Waffensperr ist verfügbar. Hau rein. Oh. Oh, die anderen da oben vorne. Da kommen die rein. Aber da ein Monster humpelt, nicht weiter drauf schießen. Der Radian humpelt. Der hat drauf geschossen. Dann müssen wir diese ganzen Leute hier mit drauf füllen, theoretisch. Ich hätte auf jeden Fall den Basarius auf. Okay, gut. Ich schaufel mal, ne? Ich mache jetzt mal meinen Job, ich schaff das schon. Bleib hier bei mir. Ich sag euch, wenn ein paar Monster angehittet sind, lockt die dann mal bitte zu mir. Ich bin nämlich hier gerade schon zwischen den Grafiken. Oh. Ich hoffe, wie sie gelockt hat. Oh, du mountest. Komm, wir müssen nur noch zwei Monster betäuben. Grafiken ist ready. Lock welche zu mir. So. Kann ich mit rein. So, was ist hier dran, dann hier. Geht jetzt direkt weg. Fix. Oh. Nein! Oh. Wer hat da gerade aufgeschossen mit der Kanone? Der. Oh, das geht ja, das geht relativ schnell. Wir haben. Oh, ich hätte jetzt zwei Monster wegmachen können mit dem Drachensperr. Das ist jetzt nicht gewesen. Ja, es geht am Anfang ziemlich schnell, weil die auch ziemlich schwach sind und schwache Monster sind. Ich werde noch nicht stärker. Die einzigen, die stärksten sind halt diese, okay. Ich gehe gleich mal schaufeln. Und die ganzen Bomben und so, die stelle ich mal so, am besten. Hier, vor mir, vor die Drachensperr bitte. Ich mach meinen hier so. So, was haben wir jetzt eigentlich alles freigeschalten? Elementpass, ja, okay. Das sagt der Drachensperr, noch nicht fertig, okay. Steven, komm mal mit schaufeln, geht schneller. Stimmt, dieses Tor hat auch nochmal Drachensperre, wenn die am Tor stehen. Das Tor sieht relativ angedamaged. Ich wollte jetzt nicht runter, relativ angedamaged aus. So. Zwei NPCs.
Alter. Habe ich schon eine Maschinenkanone oder sowas? Würde ich nämlich gerne hier vorne bei mir haben. Warum nicht? Nee, noch nicht. Nee. Aber bestimmt bei dem nächsten. Ja. Am besten, ihr macht mal hier, macht diese Kanonierleute da, die Dorfidioten, ganz weit weg von den Drachensternen. Sonst kriegen wir das nämlich nie hin. Ist das, was wir mal oh, hier ist ja der Jagdgong. Ah, okay. Genau. Good luck. Kommt mal nach vorne und hittet mal die Monster schön an. Wieso? Na, wenn sie denn hier zum Drachensperr laufen mit den ganzen Bomben, drücke ich gleich ab. Ja, dann müssen sie aber auch wieder fast tot sein. Ja, deshalb meinte ich ja, kommt mal mit nach vorne. Ich werde sowieso erstmal aufladen, alle die Elementpest geben. Hm? Genau. Ja. Das wollte ich gerade sagen. Und unsere Hunde sollten wir mal ganz kurz wegpfeifen. Bis sie mal irgendwo sitzen bleiben, sich nicht mehr bewegen. Weil die machen auch manchmal... Darum habe ich ja meine Katze mitgenommen. Ich mache hier hinten, nämlich wenn Monster angehittet sind, ein Drachenköder hin. Na kommt, alle runtergehüpft. Dann kriege ich richtig viel auf einmal. Achtung, warte, ich mache nun mal Drachensperr hin. Drachenköder. Hoffen wir mal, dass er an Jonathan direkt stirbt durch den Drachensperr. Der soll den Drachenköder nicht angreifen, die hinkommen. Doch, der ist durch den Drachensperr gestorben. Einmal haben wir. Zweimal! Jawohl, meine Falle hat funktioniert. Ah, hast du? Ah, sehr gut. Gut, jetzt haben wir zwei von vier, ne? Ja, ich habe hier vorne nämlich so einen Drachenfuß dahingestellt, der so in so ein Horn bläst, die hier alle anlocken. Ah, jetzt müssen wir leider töten, weil den Drachensperr kriegen wir... Wir hätten schaufeln können. Ne, den Drachensperr kriegen wir nicht so schnell. Ja, das fällt aber nicht hin. Mizutsune ist weiter. Na, ja, scheiß drauf, brauchen wir nicht. Doch, der hält den Drachenstein auf gerade steht auf. Oh, nein, die sterben Maschinenkanone. Ja. Jetzt geht's runter da. Nein, hört auf, nimm die Maschinenkanone. Ja, okay. Ich nehme eine. Mal schnell machen, sonst reißt der gleich. Ja, das war eigentlich was. The monsters are invading. Exklusivkugeln, wow, gerade das, was ich nicht brauche. Yoink! Okay. Da. Aua. Nein! Alter, was trifft mich hier ständig? Sind die vielleicht die, Bücher von mir holen? Nicht töten, nicht auf den Ratian, nicht auf den Ratian, der ist fast tot, da mache ich jetzt noch einen Sperrlock. Wer hat draufgeschossen? Ich hab gesagt, pfeift eure Linie. Der Puki ist fast tot hier im Himmel. Ja, wie soll ich denn da hinkommen mit dem Wachensperr? Ein Nagakuga ist hier. Wachensperr feuer ich trotzdem auf alle Schiffe in der Mitte. Ja, ist kein Problem, wir haben auf der nächsten Ebene den Wipperns-Platzschutz. Ja, einmal hab ich den gezielt den Fuki. Oh, wir haben es geschafft. Haben wir fertig. Jetzt auch an die Maschinenpist holen. Oh, das war Element. Gut jetzt. Elementpest schaffen wir so oder so mit den Kanonen. Schießt mit Kanonen und diesen Streuschuss da, den aufgeladenen. Ah, Mann, ich krieg den Scheiß nicht zu mir weg. Nicht draufschießen, ist fast down. Nein, er hat meine Maschinenkanone kaputt gemacht. Komm mal Hilfe. So. Maschinenpistole.
bin ich gerade am Doppeln. Geschafft, den zu treffen. Weg. Das Blöde ist bloß, da hinten der Anjan noch. Ah, der ist auch fast tot. Der ist tot. Auf mit dem Maschinenpistol weit auf den Nager. Drei, gut. Jetzt auf den Anjan. Oh, jetzt kommt das weg. Elementpass haben wir gleich. Ah, ne, haben wir ja sogar schon. Haben fertig. Wir schon. Nur noch mit dem Maschinenpistol. What? Wie? Hä? Ja, die wurden. Die wurde weil wir relativ. Oder weil die Zeit um gewesen ist. Wenn man ein Gegenschlagsignal macht, gibt man quasi die letzte Bastion frei. Das heißt, da, ab da sind es nur noch 70 Sekunden. Da verkürzt man seine Zeit automatisch mit, ist mir aufgefallen. Hat der mit dem Gegenschlag aktiviert? Ja. Andy, glaube ich, vorhin den Gong. Ich habe den Gong nicht aktiviert. Manchmal, ich auch nicht. Am Anfang ist er auch von alleine aktiviert. Gotcha. Also immer am Anfang bei jedem Rampage-Modus ist der immer von alleine aktiviert. Wir haben hier oder war die Ratian? Ja. Oder war die Ratian das Bossmonster aus der zweiten Runde? Der Naga war der Bossmonster aus dem zweiten. Ich habe den Naga down gemacht mit einer Maschine. Ja, das war's. Ach so. Weil ich gesehen habe, dass er eh schon gehumpelt hat und dachte ich mir, hole ich mir noch Maschinenpistolen und kill, so gut es geht. Ich bereite hier hinten schon mal alles vor, ihr haltet bitte die Stellung vor. So, ich werd hier bei einer Maschinenkanone und bei dem Drachensperr bleiben. So. Lasst euch schön viel Zeit. Ja genau, lasst die Bombe komplett weg. Weil sonst sterben die Monster noch an die Bombe statt an den Maschinen. Soll ich ganz hinten vor dem Tor schon mal jemanden aufstellen wie Tsuchi oder nicht? Nee. Nein, die sind befristet, die haben Zeit Cooldown. Die Ach verschwinden so. Nach einer ja. Zeit. Wenn du die jetzt aufstellst, dann kann es sein, dass der dann weg ist, wenn die Monster da sind. Gut. Oh Gott, ja. Bitte sag, komm nicht so schnell, ich will hier hinten dringend noch eine Bombe aufstellen. Automatisch Bombe. Nee, alles gut. Ich habe die Bastion hier vom Tor schon mal fertig. Das ist einer. Die Maschinenpistole mache ich dahin. Ich bitte euch übrigens, den Schwanz von diesem Mistvieh zu brechen, ne? Ich brauche echt die Schwanzspitze. Von dem Diablos? Wo soll ich die Maschinenpistolen hinmachen, ja? Eine links und eine rechts, oder wo soll ich die hinstellen? Ah, gute Idee. Uiuiuiui, drei Almudrons. Almudron. Kümmerst du dich um ihn? Obwohl, der sollte eigentlich hierher kommen. Mir ist eigentlich aufgefallen, dass man... Eieiei, wie das aussieht. Ui, die kommen jetzt angestürmt. Los, hau den Drachensperr rein. Ja, Sekunde, die sind noch nicht alle drin. Ist egal. Okay, ich mach. Ich hab hier schon so gut es geht am Rand alles aufgeschickt. Versuch die mit dem... So oh nein. Oh, das ist nicht gut. Meine wurde zerstört. Hier eine aufstellen. Soll ich nochmal nach vorne kommen oder würde sich das nicht lohnen? Bleib da. Alles gut. Mit Maschinenpistole abwehren. Das ist jetzt unsere letzte Chance. Nee. Es kommen noch Monster. Der Anker ist angehittet. Der ist auch nicht tot. Der ist los. Oh, der ist weg. Ich will nur mal ganz kurz den Zuschauer anmerken, dass es unglaublich funktioniert ist, wenn ich das vorne kenne. Und jemand, der hinten rumspringt, hat alles vorbereitet. Da hat man immer richtig Angst, ob man alles richtig gemacht hat oder nicht. Mist, jetzt ist auch schon diese Maschinenkanone kaputt gemacht worden. Sehr schön, ihr habt einen Kill damit gemacht. Ja, Immodron ist auch fast down. Die automatischen Bubankanonen habe ich richtig aufs Tor gerichtet, ne? Oder wo sollen die hin? Brauchen wir nur noch zwei Monster und Maschinenkanonen. Tor. Gut. Okay, gut. Jetzt geht's los. Da ist er. Oh ja, kommt trotz gegraben. Er gräbt sich hier raus. Ich habe gar keine Lust auf den, der Diablos ist, einzelner Hassmonster. Uiuiuiuiui.
Ah, der macht, ja. Okay. Ey, das ist ein Epic, das erwartet ihr. Let's go. Los, die beiden, wir haben 10 Minuten. Wir beeilen uns, wir sprinten schon. Wir sind aber nicht schneller Pogen als ganz Epics, vorne. Oder kommt ihr angeflogen? Ja, ja. Vogel, ganz. Wir sind schon da. Pogen, ganz vorne, Pogen. Ich hab Pogen noch gar nicht aufgestellt wegen dem Zett, oder? Wenn dann müsste der Diablos jetzt mal herkommen. Nee, hab ihn. Achso, hast du. Oh, scheiße! Nein, das ist scheiße. Nein, ja, er ist weggerannt. Kommt hier rüber. Ja, ich hätte ihn in der Mitte gestellt, deswegen. Hierher! Na gut, er hat getroffen. Hat getroffen? Hat getroffen. Ah, hier! Normale Monster kommen noch. Die mit Maschinenkanonen. Meister Tsuchi ist doch super. Mach den von mir weg. Mach ich gerade. Mann. Das gehen aber gerade alle auf mich. Wie ungeil ist das denn bitte? Ach, ich komme hier nicht zu dem Spalte von Schuss. Nee, auf keinen Fall, den, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Der haut die ganzen Monster weg. Lauf. Okay, mach gut. Nicht. Okay. Alles klar. Wir haben nur zwei Maschinenkanonen, also müsst ihr das Beste tun daraus. Ja, ich versuch's. Ich halte euch trotzdem. Alles gut. Sollte ich vielleicht nicht auf einer Stelle stellen. Andy, geh mal ins Feld. Nee, ich mach. So, jetzt sind alle erstmal geblitzt. Aber trotzdem, geh mal bitte ins Feld, lock du mal ein bisschen von uns weg. Nein, ich würde eine Kanone nehmen, warte, ich würde eine Kanone nehmen und erstmal schon einen Blitz drauf machen. Scheiße, das habe ich aus Versehen. Du hast einen gekillt. Ja, ach, weil du gerade. Nicht weiter schießen. Nein, der eine ist reitbar, ernsthaft. Warum ist der jetzt reitbar geworden? Ah, Mist. Ich benutze. Obwohl, den ihr müsst nur ein Monster noch töten. Ihr müsst nur den Almodron töten. Dann haben wir die Aufgabe. Ich kill den Almodron. Ich hol hier den Dings weg. Ja, schieß weiter drauf. Excellent. Jawohl. Sehr gut. Und auf den Epics. Oh nein, der hat sich gerade vergraben. Das macht nichts. Ja! Oh, tausende! Lol, das hat sie noch getroffen, alles gut. Ja. Wo ist der Gong? Ist der Gong hier irgendwo? Noch nicht den Gong! Noch nicht den Gong? Ja. Nee. Ah, der Gong ist ja dann ganz vorne, gut. Weiß schon mal, wo der ist. Rittner Rächer, let's go! Oder wie auch immer das man das ausspricht, da. Ich glaube, das machen wir noch ein bisschen drauf. Das ist zu viel Schaden. Ich stelle mal in der Mitte Yumogi auf. Ja. Wo ist er? Ganz hinten Itsuchi. Mist. Warum konnte ich gerade keine Anlage aufstellen? Naja, egal. Ich gehe mal weiter schaufeln. Yes, ich hab ihn betäubt bekommen. Ich sag das doch nicht. Andy. Jawohl, da ist der Panzer ab. Ja, Mann. Sehr schön. Noch etwas gebrochen, aber ich mit meiner Kanone wahrscheinlich. Ich hab den Hammer drauf geklappt. Achso, okay. Habt ihr den Jakob eigentlich aktiviert gerade? Nein, noch nicht. Nein. Dann macht es noch gar keinen Sinn, wenn ihr normale Angriffskraft habt, dann macht es noch gar keinen Sinn drauf zum drauf. Mach mal Meister Utsuchi hier. Dann macht es noch gar keinen Sinn, gegen den richtig zu kämpfen. Sekunde. Man macht trotzdem mehr Schaden. Nur nicht so viel wie sonst. Aber wenn ihr einmal kämpft, soll ich den Gong einmal einschalten? Ja, ja. Ah nee, ist der ist aktiv. Los, Vogel, mach! Nicht weglaufen jetzt! Böse! Ja, sehr schön! Ja, alles gut, der Gong ist schon aktiv. Ja, 400 Sekunden haben wir den nämlich. Wenn er von alleine losgeht, haben wir viel mehr. Andy? Ja? Du bist ein Heiler, du hast so viel Angriffskraft. Schaufel! Ich habe schon relativ viel Angriffskraft. Wenn der Gong aktiviert ist, dann sollte ich schon die Chance nutzen. Und dann auch ordentlich Schaden machen. Zumal meine Nullladung 2000 Angriffsschaden macht. Mein Horn?
Horn? Nee. Ich bin am Horn. Das war Horn ein kaputt. Horn. Oh, ich sehe nichts mehr. Ich bin zu langsam mit deinem Hammer. Oh, okay. Achtung, eine Ulti. Warum werde ich gerade ständig weggeschleudert? Ich stehe gar nicht in seiner Hitbox. Ich bin schon wieder weggeschleudert worden. Was soll denn das? Schon wieder fünftes Mal hintereinander. Ungelogen. Ich will doch nur schaufeln. Ich gebe euch einmal die Kraft. Oh oh. Heile mich bitte. Alter, ist der Penny dran? Der lässt mich nicht zum Ofen kommen. Dann nimm den anderen. Auf der anderen Seite. Ja, ich werde auch unterwegs weggesteuert. Wenn ich jetzt nicht verhalte, bin ich jetzt dead. Ja, ich bin gleich tot. Ich brauche Heilung dringend. Alles gut. Der brüllt noch, finde ich geil. Be careful of the apex! Nein, nicht auf das eine Monster, mach das auf den Apex, Andy. Ja, es ist fast tot. Der Emodron. Ist tot. Der blüht sich ein, Achtung, dass ich nicht auf mich ausgeht. Wow. Schade, der Raffolas hat die gerade nicht getroffen. Brummspaltschuss, aber den mache ich dann. Ich hab dir doch nie gedacht. Bitte sag dir, bleib. Aber es ist wesentlich koordinierter als letztes Mal, weil wir auch wahrscheinlich. Achtung, Feuer! Bessere Aufgaben hatten. So. Das hat mir den letzten Schlag schön getroffen. Er ist schon fast tot. Gegen den haben wir tatsächlich weniger Probleme. Wir sind viel besser vorbereitet, als es mal gibt. Ja, weil wir bessere Aufgaben hatten. Jawohl. Ja. Gar kein Problem, sonst nur noch so 10 Sekunden ist da und so 2:31. Cool. Ja, gute ja. Arbeit. Jo. Ich dachte nur mir, wenn ich alles so schön vorbereite. Ja, ja, da hast du toll gemacht. Effekt Kringelhorn. Das brauche ich doch auch für irgendwas. Ja, danke. Den Schwanz hinten nicht vergessen, ne? Oh, stimmt, ja, stimmt, ja. Ja. Ich gearbeitet, dass ihr den abgehackt habt. Ha, geil. Ich hab das Item bekommen, das ich gebraucht habe. Jetzt brauche ich nur noch den Zinnober. Dann bin ich gleich als erstes draufgegangen. Das ist spannend. Sag mal, wie lange bleibst du heute wach? Ist ja Freitag. Ich? Ja. Ich? Ja. Ich bin immer länger wach als ihr. Keine Hobbys, Zocken ist mein Hobby. Bin ja auch. Ja, tolle Pose. Arbeit. Oh, wieso haben wir Festungsstufe eine 9 von 10? Wir haben alles gemacht, was man machen konnte. Weiß ich nicht, aber das stand ja trotzdem erledigt. Naja, S plus auf jeden Fall. S plus, ja. Oh, ich habe irgendeinen Rubin bekommen. Was ist das? Anja Edelstein. Von Edelstein bei mir. 5 Modegutscheine. Können wir die doch mal machen? Yep, 5 Modegutscheine. Und 20.000. Man kriegt ja auch ganz gut Geld. Ich hab 7. Oh, fix. Der Dekorrüstungssammler kriegt mal wieder nichts, was er braucht.
So, Leute, das war die Apex Diablos Rampage Mode. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so wie wir gekämpft haben. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Video, wie immer. Tschüssi. Ciao.